Moin moin und herzlich willkommen bei Tale & Sorge. Heute geht es einmal wieder um die Spielleiter-Tipps und Tipp 3 in dieser Reihe. Den Zufall. Der Zufall im Spiel. Was ist der Zufall in einem Rollenspiel? Wir haben mehrere Varianten. Zum einen natürlich den Würfel. Klar und klassisch. Sei es, ob er sechsseitig ist, vierseitig, 20-seitig. Wer weiß, wie vielseitig. Dann gibt es natürlich die Spielkarten. Es gibt die Münze, die wir werfen. Es gibt den Jenga-Turm, der jedes Mal, wenn man einen Block rauszieht, schwieriger wird, um keinen Misserfolg zu haben. Es gibt unendlich viele Varianten, wie wir Zufall bestimmen können. Warum nutzen wir den Zufall? Wir nutzen den Zufall in einem Rollenspiel, da nicht jede Aktion automatisch gelingen oder scheitern muss. Wir geben Situationen Chancen, dass sie erfolgreich sind oder dass sie nicht erfolgreich sind. Meistens modifiziert durch Fertigkeiten, Erfahrungen oder Attribute eines Charakters. Ja, und warum mache ich da jetzt eine ganze Episode drüber? Denn so ein Würfel ist doch prinzipiell einfach. Na, es geht gar nicht darum, wie wir das Ganze machen. Ob wir jetzt die Würfel schmeißen und dabei Fünfen und Sechsen als Erfolge zählen, wie wir unser Edge einsetzen, um Erfolge zu erhöhen oder. Nein, es geht um den Spielleiteraspekt. Wann frage ich nach einer Probe? Was erzeugt es erst einmal, wenn der Spielleiter Würfel in die Hand nimmt? Der Spielleiter sitzt am Spieltisch, die Spieler machen irgendetwas, der Spielleiter nimmt Würfel in die Hand und würfelt. Ab dem Moment kann er sich seiner Aufmerksamkeit der Spieler wieder sehr sicher sein. Sie denken, sie haben etwas übersehen. Egal, weswegen du gerade würfelst. Sie denken, warum würfelt er gerade? Was bestimmt er gerade? Was passiert gerade im Hintergrund? Wir können also den Fokus der Spieler auf uns richten, wenn er abzudriften droht. Einfaches, aber ein Stilmittel, was wir nicht überdehnen sollten. Genauso, wenn wir unsere Spieler bitten, einen Würfel zu werfen oder eine Probe abzulegen. Was erzeugt das im Spieler? Vor allem, wenn wir ihn darum bitten, ist es etwas, woran er selber erst einmal nicht gedacht hat. Beispielsweise eine Wahrnehmungsprobe, um etwas herauszufinden. Ja, nehmen wir die Situation an, unsere Runner sitzen in einer Kneipe. Leute kommen rein, Leute kommen raus, Musik spielt. Die Runner unterhalten sich. Soweit so cool. Und dann meint der SL, du Johnny, mach du mal bitte eine Wahrnehmungsprobe. Das macht mit der gesamten Dynamik des Tisches etwas. Johnny sucht erstmal seine Würfel zusammen und macht seine Probe. Johnny denkt, cool, mein Charakter könnte irgendetwas wahrnehmen. Die anderen denken, kacke, was gibt es hier, was nur Johnny wahrnehmen kann? Das heißt, wir haben einen Fokus auf die Situation gezogen, ohne groß etwas zu tun. Jetzt würfelt Johnny. Johnny würfelt beispielsweise mal zwei Erfolge. Jetzt ist es natürlich am Spielleiter zu sagen, was er denn Besonderes wahrnimmt, was die anderen nicht wahrnehmen können. Er beschreibt zum Beispiel eine alte Flamme, die dort vorne an der Bar steht und gerade zu ihm rüberlächelt. Dinge, auf die anderen nicht geachtet hätten, aber Johnny. Diese Gleichbehandlung ist wichtig. Wenn es etwas ist, was alle wahrnehmen könnten an der Stelle, solltest du auch alle würfeln lassen. Denn wenn jeder seinen Wurf ablegt, weil es etwas ist, was jeder wahrnehmen kann. Zum Beispiel, dass der dicke, riesige, 2,5 Meter große Troll, der da reinkommt, eine laufende Kettensäge schwingt. Gut, die Situation muss schon sehr obskur sein, dass man dafür würfeln muss, dass man ihn sieht. Aber hey, da würde ich jeden würfeln lassen. Und damit kannst du halt auch diese Option reinbringen. Aber was bedeutet es in dem Moment, diesen Würfel zu zücken? Es bedeutet, dass es eine Fehlschlagschance gibt. Es bedeutet, dass es eine Option gibt, dass der Spieler, dass der Charakter hierbei keinen Erfolg hat. Und das ist auch genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Wir sollten einen Würfelwurf nutzen, wir müssen aber damit rechnen, sobald wir einen Würfelwurf erfordern, dass er nicht funktioniert. Bedeutet, wir haben unseren wunderbar ausgedachten Plot. Und an einer Stelle X haben wir die Situation, ja, jetzt müssen die Runner
4 Erfolge oder 2 Erfolge in dieser Probe haben, damit sie sehen, dass die eine Wand brüchig ist, um dahin durchzukommen. Und du selber hast dir keine Option gelassen, was passiert, wenn sie das nicht rausfinden. Wenn es so einen Moment gibt und wirklich keiner einen Erfolg würfelt, hast du dir gerade deinen eigenen Plot zerstört. Du weißt, es gibt keinen anderen Weg, außer wenn sie hier 2 Erfolge würfeln. Alle haben 2 Erfolge gewürfelt. Toll, kein Erfolg auf dem Tisch. Ist es dann schlau, die Leute immer weiter würfeln zu lassen, bis sie 2 Erfolge haben? Das wirkt gekünstelt. Das wirkt... naja, nicht nur gekünstelt, es wirkt künstlich herbeigeführt. Und im Endeffekt wissen die Spieler auch nur, ah ja gut, ich muss jetzt so lange würfeln, bis wir Erfolgszahl X haben, damit es weitergeht. Nicht gut. Aus dem Grunde bin ich in solchen Situationen klarer Gegner von Würfelwürfen. Wenn ich etwas haben muss für den Plot, wenn etwas geschehen muss, kein Würfelwurf. Verpacke es irgendwie anders. Verpacke es in Rollenspiel, verpacke es in mögliche Konsequenzen für die Spieler, aber binde das Ergebnis nicht an einen Würfelwurf. Das ist universell einsetzbar. Geht in jedem System dazu. Jedes System, was irgendwo einen Würfelwurf benötigt, überlege, was passiert, wenn deine Spieler diesen Würfelwurf nicht ablegen können oder dabei scheitern. Hast du wirklich irgendwo eine Stelle eingebaut, die einen Erfolg bei einem Wurf voraussetzt? Bau dein Abenteuer um. Ein Würfelwurf ist immer dann cool, wenn er Optionen schafft. Sei es, dass der Zwerg der Gruppe wirklich feststellt, eine Wand ist brüchig, dadurch könnten wir leichter in das Ziel, aber es gibt schon einen anderen Weg. Sei es, dass der Decker der Runde mit einer Matrixwahrnehmung feststellt, dass das Zielobjekt alle 3 Wochen in immer denselben Puff geht. Cool, wunderbar, er hat da irgendwie einen Matrixaufkleber gefunden. Perfekt, schaffe weitere Optionen durch Würfe. Aber mache keine Lösungswege komplett von Würfen abhängig. Das geht mit Shadowrun 6, finde ich, einfacher, weil die Fertigkeitsmenge reduziert wurde. Warum finde ich, ist das wichtig? Wenn mein Spielercharakter 105 Fertigkeiten hat, nehmen wir mal DSA als Beispiel, da hat man unendlich viele Fertigkeiten, und ich ihn immer wieder auf irgendwas würfeln lasse oder ihn in einem bestimmten Bereich steigere, verbessere, gutes Beispiel dafür sowas wie Wildnisleben. Unsere Spieler sind unterwegs von A nach B, würfeln Wildnisleben, machen Patzer, würfeln Wildnisleben, machen Patzer, würfeln Wildnisleben, machen Patzer. Regeltechnisch finden sie kein Essen. Will ich, dass meine Charaktere jetzt irgendwo in der Wildnis verhungern und daran sterben? Einfach weil Rules as written sie keine Nahrung finden und draufgehen? Wow. Der Ranger würde sich in der Regel immer freuen, wenn er es schafft, mit seinem Wildnisleben die Gruppe zu versorgen. Aber macht es Spaß, daran die ganze Gruppe sterben zu lassen? Nö. Absolut nicht. Macht dem Spielleiter keinen Spaß, macht den Spielern keinen Spaß. Verstößt eindeutig gegen Regel 1. Man nutzt dann in so einem Moment, finde ich immer ganz wichtig, den Charakter, der diese Fertigkeit gut hat. Und sagt ihm, pass auf, du kümmerst dich darum, du bist daran sehr begabt, du besorgst besagte Nahrungsmittel, mach mal kurz eine Probe darauf. Ab dem Moment haben wir den Subsistenzcharakter, also das Fortlaufen des Abenteuers, rausgenommen. Er legt seine Probe ab, hat einen tollen Erfolg oder einen tollen Misserfolg und daraus baust du Zusätzliches. Also der gute Erfolg heißt, er findet besondere Beeren, die furchtbar lecker sind und das Nahrungsangebot verbessern. Es gibt ihm vielleicht ein Edge dafür am nächsten Tag, wenn wir es in Shadowrun wieder projizieren. Bei einem Misserfolg tritt er in eine Bärenfalle, eine alte oder ähnliches. Aber das eigentliche Kern, den eigentlichen Kernpunkt, dass das Abenteuer weitergeht, nicht an einen Würfelwurf hängen. Gar nicht gut. Auf Shadowrun basiert kann man dazu auch sagen, häng es nicht an einem bestimmten Charakterzweig. Wenn du ein Abenteuer hast, was zwangsweise erfordert, dass der Decker eine bestimmte Aktion macht, überdenk das mal. Wie kann man den Decker aus der Gleichung entfernen? Geht das notfalls auch mit einer Connection? Geht das damit, dass man eine Tür in die Luft jagt? Finde solche Lösungen, damit du keinen Roadblock in deiner Kampagne hast, in deinem Abenteuer hast, welcher nur mit einer bestimmten Charaktervariante, mit einem bestimmten Würfelwurf
mit einem bestimmten irgendetwas, mit irgendeinem MacGuffin passieren kann. Denn dann blockierst du dein eigenes Abenteuer, weil du der Meinung warst, dass hier ein Würfelwurf ganz dringend wichtig war. Behalte das im Hinterkopf, immer dann, wenn ihr sagt, schnapp mal deine Würfel und würfel. In dem Sinne wünsche ich euch wieder eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen da. Da drunten könnt ihr mich auch abonnieren. Und wenn euch unsere Arbeit hier auf dem Kanal gefällt, habt ihr die Möglichkeit, unten in unserer Videobeschreibung uns auch via Patreon zu unterstützen. Unsere Patreons beginnen ab 3 Euro im Monat. Einfach mal draufklicken, ein bisschen was reinwerfen und dann bekommt ihr auch ein, zwei kleine Goodies davon. Ich danke euch in jedem Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend und naja, legt euch nicht mit Drachen an. Bye, bye!